Hallo. So, heute habe ich es geschafft und habe meine neue Brille abgeholt. Was das für einen Unterschied macht, wenn man einen schattigen Parkplatz hat. Ich hatte heute viel Glück. So, jetzt zeige ich euch mal die Brille. Und zwar hatte ich mich ja für die matt-rosane entschieden. Dann geht's jetzt heim. Und ich hoffe, daheim bekomme ich auch einen schattigen Parkplatz. Weil wir müssen ja später zum Tierarzt, dass sich das Auto in der Zeit nicht so aufheizt. Vorher muss ich ja dieses Mal Lottes Ohren selber spülen. Ich habe jetzt Lotte den Ohrreiniger in die Ohren einmassiert. In der Zeit, während Lottes Ohrreiniger einwirkt, fahre ich einkaufen. Dann zeige ich euch gleich mal meinen Foodhaul. Und zwar habe ich einmal von Barilla diese Bandnudelnester gekauft. Dann Eis. Big Sandwich war diese Woche im Angebot. Dann auch im Angebot war von Nui, kenne ich noch nicht, New York Cookies and Cream. Vielleicht so ein bisschen wie, nee, nicht wie Ben & Jerry's Cookie Dough. Dann einmal Toastbrot. Dann habe ich Tortellini, und zwar mit Tomate Mozzarella. Dann Kräuterquark. Habe ich gleich 3 Packungen mitgenommen. Das letzte Mal, als der im Angebot war, gab es meine Lieblingssorte nicht mehr. Ich habe immer das Original. Deswegen habe ich das mal ausgenutzt. Dann Pudding, einmal Double Choc. Einmal Schoko und Sahne. Einmal Vanille und Sahne. Und dann Joghurt. Einmal Heidelbeerjoghurt. Und einmal Erdbeerjoghurt. Die haben irgendwie nicht mehr dieses Mascarpone-Joghurt von Zott, was ich ja immer so lecker fand. Dann einmal Creme Fraiche. Dann habe ich hier, glaube ich, alles. Ja. Dann einmal Pesto. Und zwar habe ich Pesto Rosso. Ich habe einen Kühlakku mit. Dann einmal Sahnepudding und einmal Vanillepudding. Dann einmal Cheddar-Käse. Dann habe ich zweimal Exquisa, den sahnigen. Einmal Toffifee, alles im Angebot. Dann einmal von Mövenpick Chocolate Chips. Einmal von Milka Schoko und Keks. Und einmal Bergbauernkäse. So, jetzt schaue ich, dass ich das verräume. Und dann müssen Lottes Ohren gespült werden. Und dann geht es auch schon weiter zum Tierarzt. Hört ihr, was ich höre? Es regnet. Es ist so herrlich. Wir waren jetzt beim Tierarzt. Ich habe die Kamera daheim vergessen, habe euch aber ein bisschen bei Instagram mitgenommen. Und dann sind wir zurückgefahren. Und auf einmal kam auf einmal ganz viel Wind auf. Das Auto wurde richtig so ein bisschen an die Seite gedrückt. Also man hat es auf jeden Fall gemerkt. Und dann auf einmal sturzbachartig kam der Regen runter. Stellenweise so heftig, dass ich überhaupt nichts gesehen habe. Also ich konnte dann nur ganz langsam fahren. Scheibenwischer auf höchste Stufe. Aber also es war echt, da kam richtig viel runter innerhalb kürzester Zeit. So Richtung Bayreuth hat sich es dann wieder beruhigt. Aber dann hat es doch ein bisschen gedonnert. Und es regnet auf alle Fälle. Und es ist auch abgekühlt, was sehr, sehr, sehr schön ist, was mich sehr freut. Hört ihr den Donner? Traumhaft. Ich weiß gar nicht, ob der Regen angesagt war. Ich hoffe ja immer noch, dass die Hitze irgendwie an uns vorbeizieht oder nicht so schlimm ausfällt wie angekündigt. Das wäre auf jeden Fall toll. Auf jeden Fall genieße ich jetzt erstmal den Regen und dass es abkühlt. Das ist einfach nur schön. Bruno kümmert sich wieder um Lotte. Das ist echt so rührend. Na, ihr zwei? Emmy isst ihren Peppeli Pep und Bruno putzt sich. So, ich mache Abendessen. Und zwar gibt es einmal Rührei. Als Vorspeise eine Birne und eine Nektarine. Wenn sich die Nektarine immer nicht vom Kern lösen lässt, sieht es so aus.
die mit frischen Kräutern alles gleich wieder besser und leckerer aussieht. Ich habe jetzt noch ein bisschen Basilikum frischen reingegeben. Paprika gewürzt, Pfeffer, Salz. So, Abendessen ist fertig. Es gibt einmal eine Mozzarella-Pizza mit Butter natürlich und mein fertiges Rührei. Guten Appetit! Hier wird gekuschelt und gemuschelt und die Köpfe zusammengesteckt. So, ich werde mich jetzt abschminken und zum ersten Mal meine neue Brille aufsetzen. Ohne Kontaktlinsen. Heute, als ich die abgeholt habe, wurde die zwar noch angepasst vom Sitz, aber ich hatte ja die Kontaktlinsen drin. Und ja, mal schauen, wie die jetzt so ist. Übrigens meine Allergie. Selbst die Optikerin hat gesagt, oh, sie und ihre Allergie. Ich so, ja, vor allem meine Haut. Das ist wie Elefantenhaut. Das macht so richtige Falten da unten. Ich hoffe, das geht wieder weg, nicht, dass das bleibt. Also das ist echt wie Elefantenhaut. Total trocken, total angeschwollen. Ja, echt nicht schön. Aber ich habe die Hoffnung, wenn es jetzt heute regnet, dass es den Abend weiter regnet, dann können die Babys ja nicht hüpfen und wenn es quasi von oben kommt, dann kann ich mich ja nicht schlecht fühlen. Also wenn ich die wegen mir nicht hüpfen lassen würde, würde ich mich schlecht fühlen. Aber wenn es von oben nicht geht, wegen dem Wetter, weil es regnet, kann ich ja nichts dafür. Und so einen Tag Auszeit wäre, glaube ich, mal ganz gut für meine Haut, dass die Schwellung halt mal so ein bisschen zurückgeht, weil das wird dann echt zu trocken und das ist wie Elefantenhaut hier irgendwie. Naja, bis morgen, tschüss!